Geschafft. Und das trotz der Nadelphobie. Na. Kein Tränchen vergossen. Ganz top. Okay. Okay, Prinzessin, Entschuldigung, ich mach das. Ich bezahle hierfür. Ich mache hier gar nichts. So, heute die liebe Patricia da. Da ist aber nicht das erste Mal Lippen. Nee. Da war schon mal jemand dran. Da war schon mal jemand anders dran, ja. Genau, aber heute machen wir das schön. Mhm. Bitte, bitte drum. Ich zeige euch mal ein paar wirklich wunderhübsche Lippen bei einer eh schon wunderhübschen Frau. Legen wir los? Ja. Patricia hat nämlich unfassbar große Angst vor Nadeln und deswegen hat sie extra ihre Freundin mitgebracht, die Händchen hält. Aber es wird halb so wild. Für alle, die Angst haben vor Lippen, so wie du, darfst du gleich immer berichten, wie es ist. Okay. Gerade spüre ich nichts. Patricia, die macht Psychotherapie, deswegen lege ich dich einmal hin, heute mal umgekehrt. Heute andersrum, ja. Bevor wir anfangen, ne, ich erwähne immer, auch für euch, da ist ja erstmal Schwellung drin. Lippen sind so schön rot, weil sie gut durchblutet sind. Und wenn man da reinpiekst, dann spielt es natürlich auch was an. Das Wichtige ist, dass die Form stimmt und dann muss man noch mal ein bisschen Volumen abziehen. Man kann sagen, das Endergebnis wird wunderbar natürlich. Und jetzt legen wir auch los, damit ich dich hier nicht so auf die Folter spanne. Ja. Tut weh? Nee, ich will gar nicht. Wichtig ist auch, dass man schön in den Mundwinkel reingeht, weil das sieht auch mal schrecklich aus, wenn da irgendwann die Kante einfach aufhört. Was sagt die Freundin? Das ist schon viel ordentlicher geschlagen. Bei mir hat das so 20 Sekunden gedauert, dass ich ein paar Stiche. Lippen sind traumhaft. Das klingt doch gut. Übrigens, lach einmal schön. Schön? Ja, ja. Ne, man sieht wirklich auch hier, wenn du lachst, die Lippe bleibt wirklich schön voll. Sie ist eine komplett gerade Linie, auch in der Kontur unten der Oberlippe. Und das finde ich auch immer wichtig. Guckt euch das an. Was ein schönes Lächeln. Gut. So, wir kümmern uns um die Unterlippe. Unten zwickt manchmal ein bisschen, ja. Fertig. Geschafft. Wow, schön. Gefällt dir? Sehr schön, ja. Vielen Dank. Tapfer Wasser. Okay.